Freunde, wir lieben es doch alle, unsere Lieblings-YouTuber leiden zu sehen. Und deswegen gucken wir heute ein Discard-Video. Boah, wir sind auf TikTok unterwegs und mein Cutter hat mir die besten Discards, die er gefunden hat, geliked. Und diese Clips schauen wir uns an. Ich bin gespannt, ich bin bestimmt auch mit meiner Wenigkeit dabei. Ich habe in den letzten Wochen über 10 Millionen Coins discardet. Also verrückte Discards auf meinem Channel, auf den anderen Channels, wo ich mit dabei war. Lasst ein Like dafür, mehr dieser Videos, dann reagiere ich öfters auf deutsche YouTuber, die dick discarden mussten. Und wir lachen die dann alle gemeinsam aus, weil Schadenfreude ist die beste Freude. Lasst doch gerne noch ein kostenloses Abo da. Road to 100k, let's go. Nächstes Jahr nimmst du schon zurück mit solchen Wetten, Digga. Sag ich dir direkt. Okay, 2 Mio Totti Discard. Tizi Schubech. Timo und Simon. Du wirst immer mein Herz bleiben, mein Großer. Du hast allen Modric gezeigt. Totti. Du bist der Dosenöffner. Du bist für den Verein so wichtig. Du öffnest den Weg für viele weitere Totis, die jetzt in Ruhe vorbeikommen können, die sich gar keinen Stress mehr machen müssen, die sich hier wohlfühlen können. Du hast dich geopfert. Junge, wie krass ist das? Mussten die den discarden wegen so einer Totti-Wette? Den ersten Spieler, den man zieht, discarden? Oder warum mussten die den discarden? Ich check's gerade nicht. Sieht so aus, ne? Es war nicht ein SBB oder so. Das war einfach, glaube ich, eine Wette, die sie verloren haben. Digga, sag ich euch, es tut weh, ne? Ein Toadie zu discarden, den man vor 3 Minuten gezogen hat. Ja! Sag ich euch ehrlich, Jungs, so eine Wette können wir nächstes Jahr nicht mehr machen, ne? Mach's gut, mein Freund. Im SBB ist ja eine Sache, ne? Im SBB zu discarden ist eine Sache, aber ein Spieler, den man gerade gezogen hat, wo man stolz drauf ist, wo man sich eigentlich freut, discarden zu müssen. Wegen einer Wette ist nochmal eine andere Sache. Bruch. So, yes, Wakes discardet 94er Garincha und rastet aus. Ich glaube, ich wurde geprankt. Ich glaube, er hatte gar nicht gegen mich gewonnen. Ich habe ihn trotzdem discardet und hat erst einen Prank aufgelöst. Das war echt V von Hamed, Digga. Sie ist fertig. Ich überlege gerade, ob ich es dir sagen soll oder nicht. Sag einfach bitte. Reicht es dir, wenn ich sage, der Spieler ist über 1 Million wert? Ernsthaft jetzt? Ich schwöre auf alles. Dann sag bitte, sag doch einfach. Ich freue mich nicht, ich spreche dir als Cousin. Es ist Prime Icon Garincha. Wie kann man so ein schlechter Freund sein? Wie kann man so ein schlechter Freund sein wie Hamed? Er sagt vorher noch, wenn ich ihm sage, wer das ist, wen er getroffen hat, dann, dann lacht er mich nicht aus und dann reagiert er so. Ja, ehrlich, Digga, die beste Reaktion, die ich hätte machen können. Einfach mal sagen, was Sache ist. Der regt mich so auf, na, jetzt im Nachhinein immer noch. Hammer dickes L für die Aktion. Ich werde in ein Roulette reingehen. Pelé Icon Discard. Das habe ich, glaube ich, gesehen, den Clip. Kann es sein, dass jetzt ein Pelé Duplikat kommt? Bitte auch den Chat mich nicht verarschen zu wollen bei den Nationen. Wir gehen mit der Elgato weg, Freunde. Ach, halt. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Was ist denn das? Das kann, Digga, was? Nein! Freunde, die haben Pelé World Cup Icon gezogen, Untrade. Und die haben einfach nochmal Pelé World Cup Icon Untrade gezogen und müssen ihn jetzt discarden. Ich dreh mich rum und denk, und müssen ihn jetzt discarden. Pelé discarden. Freunde, sagt dem Mann tschüss. Da mache ich sogar mit. Da mache ich sogar mit. Aber Freunde, können wir mal festhalten, was das für Luxusprobleme sind? Warum ziehst du nicht Ronaldo? Warum? Bitte mach direkt Samba. Warum finde ich Timo immer so witzig? Ich finde das so witzig, dass du trocken immer, ne? Diese, warum ziehst du denn kein Ronaldo? Ja, ich habe umgestellt. Bist durch, oder? Die schlimmsten Discards in FIFA, Part 13. Mbappé 5,5 Millionen. Was? Ja. Ich habe den Broski discardet, ne? Stimmt. Bisschen Angst gerade? Lass es dich drüber reden, Digga. Junge, aber es ist nur ein Pick. Ein Pick kann auch komplett daneben liegen. Du hast die 4-2-3-1-Formation. Ich habe ihn Mbappé 5,5 Millionen, glaube ich, discardet. Ne, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, weil ich habe das aus meinem Gedächtnis gelöscht, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Gar nicht so lange auf die Folter spannen, deswegen glaube ich, mache ich kurz und knackig. Obwohl, ein bisschen spielen mit dir gerade ist auch witzig eigentlich. Fühlt sich auch gut an. Nee, Spaß. Ich nehme deinen rechten... Rechten. Guck mal, alles auf der rechten Seite wäre scheiße gewesen. Alles, außer rechts ZDM. ZDM. Mbappé. Niemals. Das ist eine Lüge, oder? 5,5 Millionen Coins. Nein.
ich gerne mal eine SBC machen. Kann das nicht glauben. 5,5 Millionen. Digga, das ist einfach 5,5 Millionen sind zwei, ja, sind ein oder zwei tote Stürmer, ne? Das ist geisteskrank. Das sind gerade 3.000, 4.000 Euro oder so, ne? Ist ja. Das geisteskrank, ja, das Freunde. Ist das geisteskrank. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich will das eigentlich nicht. Ich kaufe mir aber einen anderen. Ich will meinen frischen. Freunde, und guck mal hier. Also er schickt ihn auch wirklich ab, ne? Guck mal hier in der SBC. Zack. Weg ist er. Ein Like bedeutet ein Mitleid. Check Broskis Kanal ab. Ich glaube, da gibt's jetzt die Rache. Da werde ich bestimmt hochgenommen jetzt. Digga, 5,6. Ich habe noch nie so einen teuren Discard auf meinem Kanal gehabt, glaube ich. Ne? Das ist echt, das ist komplett Bruch. Und jemand schreibt, kann man wieder zurückholen? Bruder, er hat eine scheiß SBC gemacht. Wie willst du den zurückholen? Selbst wenn er den discardet hätte, wir YouTuber holen unsere Karten nicht zurück. Junge, und deswegen machen wir schon die SBCs und trotzdem nerven irgendwelche Leute rum mit, kann man zurückholen. Seid ihr nicht verrückt? Junge, wisst ihr, was wir da gerade gemacht haben? Wir haben einen Spieler discardet, der 5,5 Millionen kostet. Und dann wird trotzdem gesagt, ja, ihr habt das abgesprochen vorher. Ihr wolltet den discarden, damit ihr wieder mehr Klicks macht. Dann discardet man mal einen Bronzespieler. Ja, das habt ihr abgesprochen, damit ihr nicht dick discarden müsst. Man kann es niemandem recht machen in der FIFA-Community. Junge, glaubt uns, die Discards sind real. Bei mir auf dem Kanal ist alles real. Ihr könnt mir glauben, bei mir sind 10 Millionen Coins die letzten 2 Wochen flöten gegangen. Denkt ihr, ich mache das mit Absicht? Denkt ihr, ich mag das, 10 Millionen zu discarden? Denkt ihr, ich mag das auch, wenn ich mal einen Gegner breche und dem dann einen Bronzespieler discarde? Nein, Digga. Junge, das ist einfach Glück. Glück oder Unglück in dem Fall dann. Was man trifft, was man nicht trifft. Und wir ziehen das auch durch, wenn ein Mbappé getroffen wird oder bei mir irgendwie ein Zidane, der 3,5 Millionen kostet, jetzt im letzten Video mit Danny. Oder davor ein Cap de Villa und noch ein anderer kranker Spieler. Oder ich Cenk, auf einmal Vieira, Benzema, Totti und Cap de Villa discarde. Das ist alles, das passiert halt. Ist noch dahinter? Wen muss er discarden? Macht er gut, Digga. Wie viele sind das? 3? 3? 3 in einem Päckchen? Gut, habe ich aber auch schon gezogen. Casillas, Roberto Carlos. Boah, ist aber gut. Roberto Carlos ist stark. Und er hat die discarded. Warum? Aber die kann er ja ehrlich zurückholen. Die kann er ehrlich zurückholen. Wenn das aus Versehen passiert, darf man die auch zurückholen. Ihr könnt euren Snipe machen. 2 Millionen Discard. Lass mich raten. 2 Millionen Discard. Dann Hakimi, oder was? Wer ist das hier? Messi. Messi Team of the Tournament. Bleibender Position, das hat gut funktioniert. Rechtes was? So wie beim... Was habe ich jetzt damit zu tun? Jetzt werde ich noch hier mit reingezogen. Machen. Ich würde sagen, wir machen das so wie beim... Velxarino. Und bleibender Position, das hat gut funktioniert. Rechtes ZM treu. Also ich hätte linker IV genommen. Okay. Was nehmt ihr jetzt? Rechtes ZM. Ich bleib treu. Ich linker IV? Okay, das ist schade. Der ist Bronze. Und wer ist rechter ZM? Die Natale Food Fantasy. Yeah! Da haben die mich und Danny hintereinander durchgebrochen, oder was? Mich und Danny hintereinander durchgebrochen. ZM ist es heute in allen Aufnahmen. In allen Aufnahmen. Alles abgekrast im rechten ZM. Und der tut weh. Oder ist nicht nur das, sondern ich discarde momentan jeden Tag 2 Millionen, das ist so krass. Ja, ich auch, Bro, ich auch, Danny. Ich auch, vor allem gegen dich, Danny. Du darfst gar nichts sagen, Danny. Oh, Junge, Speed, du bist mal so laut. Bless my Tidi, bless my Tidi. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ey, oh, ey, oh. Ousmane Dembélé. Coupe de Bézo. Allez, le bleu, allez. Allez, le bleu, allez. Okay, der hat anscheinend Mbappé Totti ausgesehen, discarded, krank. Faro hat Hakimi Totti bei Hamed discarded? Ehrlich! Ehrlich! Er hat ihn discarded. Er hat ihn discarded. Er hat Hakimi Totti discarded. Ist das krank. Keller hat ihn 4 Millionen discarded. Wen? Van Dijk, Touré und Hernandez? Boah! Oh, ja, Touré.
Und wen noch? Rechter MS. Rechter ZM. Oh, Martial ist auch viel wert gewesen, glaube ich. Gerade war es echt lustig. Weil ey, guck mal, wie der Account heißt, wo das drauf gebracht wurde. Wakes Prones Gamer Brother. Da kommen schon nur Highlights von uns. Macht er gut. Mehr Highlights von Wakes, Brudi. Mehr Highlights von Wakes. Da kriegst du auch von mir mal Likes. 4,2 Millionen, sagt der Chat. Also machen das 4 und 2 und 2, ne? Prones ja, darf Prime Zidane discarden lassen. Digga, was für Prime Zidane? Bei mir durfte er Dings. Bei mir durfte er sogar World Cup sie dann 3,5 Millionen discarden. Ist noch besser als Prime. Ich nehme rechtes Mittelfeld und ZDM. ZDM hätte ich niemals genommen in der Formation. Niemals. Krass, Danny. Krass. Danny hat doch immer ein Gespür dafür. Das ist so heftig, ne? Ich denke mir einfach so, dass wo nichts stehen wird, wären so Positionen ganz hinten drin. Rede! Ganz vorne drin. Deswegen der hat mich so lange zittern lassen, deswegen war ich so sauer. Einen, dein Torwart. Der ist 1 Million wert oder 2 Millionen, glaube ich. Glaube ich nicht, dass du was Krasses hinpackst. Wie viel war der wert? Und 1,9 Millionen. Wenn du Firmino nicht stehen lassen hast und da irgendwas nicht so Krasses hingepackt hast, deswegen gehe ich da auch mal mit deinem Stürmer. Firmino und Lopez. Wer war wo? Firmino im Tor und Lopez im Sturm. Wer nimmt den Torwart? Wer nimmt den Torwart? Ja, das waren wieder 2 Millionen. Alter, ey, ich merke gerade, das waren, glaube ich, mehr als 10 Millionen, die ich discarden musste. Muss Prones World Cup Eusebio für 3 Millionen discarden. Und auch der Torwart Danny, wir haben beide einen Fehler gemacht. Ich hätte gern dein ZOM. Oh mein Gott. Linksverteidiger. Ja, korrekt. Und ich hätte gern deinen rechten ZM. Das ist nett, das ist Bogdan. Was sonst? Da fahren wir McAllister und wie heißt der? Cristiano Ronaldo. Hä, aber Eusebio nicht? Das war Clickbait. Ich wollte erst noch. Ah, die wollen den Torwart nehmen, aber haben nicht. Ich wollte auch erst noch das zu nehmen, mach er nicht. Er war so knapp davor, 3 Millionen zu discarden, ist das krank. Was ist das denn? Icon-Discard-Seite. Oh mein Gott. Bro, wir sind Gott. Nur Hullitz und Kreuz. Ist die Mau? Nee, du, machst du bitte. Mach du, ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die 8 wird ihn so retten. 8 oder 10? 8 oder 10? 8 oder 10? 8 oder 10? 3. Jo, Kreuz Prime. Kreuz Prime. Und damit würde ich sagen, meine Damen und Herren, könnt ihr hier gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren, weil das war wieder zu viel für mich, Freunde. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von diesen Discard-Formaten, lasst ein Like da, kostenloses Abo da lassen. Mehr müsst ihr nicht machen. Peace.